Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal 2. Ich habe gerade meinen Hallo-Sag-Spruch benutzt, ich weiß. Und wir sind jetzt hier immer noch in den, ja, wie sagt man da, in der Backstage von GLaDOS. Hier werden diese Sentries produziert. Sieht ihr schon? Oh, interessant. Vorlage scannen, Antwort scannen. Und die schlechten, die wirft er weg und die wirft er hier rein. Ja, können wir die fangen? Warte, war gut. Jetzt kommt ein schlechter. Ich vermute bereits, was wir jetzt machen müssen. Wenn wir schnell sind, um den zu fangen. Jetzt kommt wieder ein schlechter. Oh, ich habe ihn gefangen. Der redet ja auch lustig. Also ich nehme den jetzt gleich mal mit. Zum einen, weil ich weiß, was wir machen müssen, und zum anderen, weil ich es auch so getan hätte. Oh, klasse, du hast es geschafft. Mir nach, das wird dir gefallen. Sind fast da. Ah, was gibt's denn hier? Tada! Das Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vielen Dank. Ha. Siehst du den Scanner da? Er entscheidet, welche Türme aussortiert werden. Und dabei nimmt er den Prototyp als Vorlage. Wenn wir diese Vorlage wegnehmen, wird die gesamte Produktion langweilig. Okay, das finde ich ja lustig. Na schön. Ich muss die Tür hacken, damit wir da ran können. Ganz schön technisch. Du musst dich umdrehen. Antwort. Fertig. Ja, gut so. Hol den Turm raus. Wir machen das natürlich mit Portalen. Okay, das sollte genügen. Keine Vorlage. Vorgang erfolgt aus Speicher. Oh. Oh nicht. Was hast du da? Vorgang erfolgt aus Speicher. Dann stellen wir einfach mal den rein. Was machst du? Oh, perfekt, das ist perfekt. Neue Vorlage akzeptiert. Wenn wir Glück haben, merkt sie gar nicht, dass alle ihre Türme nichts taugen. Genial. Okay, du achtest auf das Fließband und ich mach uns die Tür auf. Ah, jetzt schmeißt du den guten Turm weg, das war jetzt praktisch. Okay, der Meisterhändler fängt jetzt an. Von weitem sieht es ein bisschen leichter aus. Dauert etwa 10 Minuten. Behalte die Tür im Auge. Antwort. Wow. Das hier ist ganz schön kompliziert. Oh, seit wann ist die Tür denn schon auf? Hast du nicht bemerkt, dass sich die Tür geöffnet hat? Es muss doch ein Summen oder ein Ton oder einen Hackeralarm gegeben haben. Klar, das Wichtigste ist, die Tür ist offen. Aber beim nächsten Mal sag doch irgendwas. Huste wenigstens. Die Tür ist offen. Also ihre Geschütztürme kann sie vergessen. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Nervengiftanlage. Die Nervengiftanlage. Alles klar, wir haben eine Nervengiftanlage. Lustig. Kommt hier Video? Für Video? Das ist ein Gruppe. Hui. Vater-Tochter-Tag in der Fabrik. Das konnte ja nicht gut gehen. Oh. Und 40 Kartoffelbatterien. Das ist echt peinlich. Klar, es sind noch Kinder, aber wirklich genial war das nicht. Wissenschaft kann man das jedenfalls nicht nennen. Sehr schön. Hahaha. Ja, Kartoffelbatterien kann man übrigens wirklich bauen. Das ist eine chemische Reaktion in den Kartoffeln. Man steckt da zwei verschiedene Metalle als Ionen rein. Naja, zumindest ist es keine Kartoffelbatterie. Zumindest wirklich war originell oder wissenschaftlich wertvoll ist es aber trotzdem nicht. Nicht mal für ein Kind. Also ich vermute, das hängt da schon ich wette, das war kein Akademiker ein paar hundert Jahre hier so runter. Aber da sieht man doch klar, das Werk und das ist mittlerweile schon richtig eklig. Ich ist das hier? Nicht, dass die nicht so gut sind wie die Akademikerkinder. Nur eben sehr viel dümmer. Oh, wow. Und das ist natürlich auch super. Wenn man einfach mal so ein blinkendes Rad benutzt mit einer Kartoffelbatterie. Das Lustige ist ja, dass das Ding hier noch funktioniert nach, was weiß ich, wie viel 100 Jahren, wie wir, wo wir jetzt eingeschlossen waren. Das ist aber kein Gimmick, oder? Ich kann es nicht aufheben. Schade. Weil eigentlich sollte es ja nicht mehr funktionieren nach so langer Zeit. Das reicht schon fast bis auf zur Decke. Wahrscheinlich ist die ganze Anlage bereits von Kartoffeln überwuchert. Wenigstens verhungerst du nicht. Ach, das ist eine Kartoffel, die da gewachsen ist. Oh meine Güte. Also ich habe schon geahnt, dass da ein bisschen was passiert ist im Laufe der Zeit. Leuchte mir doch bitte. Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. Okay. Du warst ja schon sehr oft sicher. Möchte ich mal betonen. Ich vertraue dem keinen Zentimeter. Aber was sollen wir groß machen? Wir laufen einfach mal seiner Schiene hinterher. Keine Sorge, ich garantiere dir, wir sind hundertprozentig richtig. Oder auch nicht. Ja. Okay, hier lang. Ich gucke mal, ob man irgendwas aufheben kann, was da rumliegt. Weil hinterher sind da überall Gimmicks verschenkt. Portal gibt es ja ein paar, aber die jetzt im Sentry wieder gefunden haben und nachdem ich die gefunden habe, bin ich jetzt natürlich da extrem geneigt dazu, da ein bisschen gründlicher nachzusuchen.
Und des Weiteren Ladebildschirm. Bin mal gespannt, was jetzt kommt. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Aber wir wollen auf jeden Fall ein Nervengift abschalten von Glados. Oh. Was ist denn das bitte? Das ist der Nervengiftgenerator. Er ist größer als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Jetzt ist Einfallsreichtum umgekippt. Da oben ist so eine Art Kontrollraum. Da schauen wir am besten mal oh, nach. Okay. Ah, ich sehe schon ein weiteres Rätsel. Hier werden wir jetzt wahrscheinlich nicht durchkommen. Okay, ja, ich habe kein Rätsel gesehen. Oder vielleicht doch. Das ist unser Werk. Ich sollte nicht lachen, immerhin spüren sie Schmerzen. Irgendwie. Ist zwar alles nur simuliert, aber für sie bestimmt real genug. Oh, schön. So was habe ich in meinem Wohnzimmer stehen. Gut, also was ich jetzt vorhin gesehen habe. Ne, wir gehen jetzt erstmal weiter. Aufzug. Bevor ich hier anfange, Sachen zu sehen, ich bin ja kein Hellseher. Ich fürchte, die Tür ist verschlossen. Mit. Nein, nicht! Wer weiß, was die Taste tut! Ach, ich mag das. Gute Neuigkeiten. Ich kann hiermit das Nervengiftsystem außer Kraft setzen. Es ist allerdings passwortgeschützt. Der Alarm! Locker bleiben! Da ist er. Okay, legen wir los. Das Schwierigste beim Hacken ist immer die, wie soll ich anfangen, Phase. Sehr heikel. Also fangen wir an. Da kann ich Portale draufsetzen. Was bringt mir das? Ah, ich erinnere mich. Das ist jetzt eins von diesen Rätseln, wo der Roboter einfach mal nicht weiterkommt. Und ich glaube auch, wo wir ein Stück zurücklaufen müssen. Ich erinnere mich jetzt leider schon dran. Ja, genau, hier ist die Lösung von dem Ganzen. Und zwar dürfen wir jetzt gleich was sehr Schönes, Gemeines machen. Und zwar klauen wir uns hier den Laserstrahl. Und setzen das jetzt einfach auf eine dieser Portalflächen. Und die schneidet jetzt brav das Nervengift frei. Das stimmt nicht. Nervengift ist wieder rauf auf 50%. Nein, runter. Entschuldige, mein Fehler. Runter auf 50%. So, und schneiden wir die schön alle drei nach ab. Es hat geklappt. Nervengift bei 0%. Haha. Ja. Warte. Ich mag das. Warnung. Der Nervengiftdruck bewegt sich in einem gefährlich untödlichen Bereich. Das finde ich jetzt aber nicht gut. Okay, es implodiert. Auch interessant. Ich will da jetzt nicht runterfallen. Das Tor ist kaputt! Wir können direkt zu ihr durch! Will. Ich kann nicht mehr, komm schon! Los, wir müssen hier weg! Will ich denn überhaupt zu euch? Wo will ich denn rein? Ist da nichts, wo ich hin kann? Sieht der was, was ich nicht sehe? Zurück kann ich nicht mehr. Also ich muss ja da unten hin, aber ich kann hier nicht drüber springen. Ich kann hier keine Portale setzen. Ich kann nur mal eins Portal verschießen. Stehe ich gerade kurz auf der Leitung. Ich hoffe, ich stehe nicht da länger auf der Leitung. Da müssen wir doch hin. Kann ich da unten was setzen? Ich hab nicht mit Leiste an, wie das. Das war einfach. Das war nicht ganz so geil, aber es funktioniert anscheinend. Meistens sind die banalsten Lösungen dann schon die einfachsten. Ist so, in Aperture Laboratories. Wie gesagt, der Besitzer ist wahnsinnig geworden und war dann vom Testen besessen. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Schauen wir mal, wo wir hinfliegen. Oh ja. Ich mag so Kamerafahrt. Dass ich das noch erleben darf. Das Lustige ist ja, ich bin ein Mensch und du bist eine Kugel. Die haben mir gesagt, das wäre total langweilig. Und ich habe das auch noch geglaubt. Ach, ich liebe es. Das ist spitze. Wow. Das ist riesig. Wow. Wir sehen nur die oberste Ebene. Das geht noch meilenweit. Ich habe bereits jetzt die Orientierung verloren, aber. Wir müssten bald da sein. Oh, ich bin so gespannt auf Ihren Gesichtsausdruck. Kein Nervengift, keine Türme. Kein Nervengift, keine Türme. Warte, warte. Womöglich habe ich den nächsten Teil nicht bis zum Ende durchdacht. Das kann. Das ist die falsche Richtung. Das
Super. Funktioniert wieder alles nach Plan. Und keine Ahnung. Es war eine interessante Sequenz. Ich mag auf jeden Fall so Kamerafahrten. Finde ich sehr cool gemacht. Gut, kann man jetzt natürlich sich nicht stundenlang anschauen, weil die meistens irgendwann keine Handlung mehr haben. Aber so ein kurzes, eine kurze Einlage, weil die jetzt irgendwie ein bisschen geruckelt hat, die Kamerafahrt. Trotz 60 FPS. Nicht ganz so toll, aber egal. Wo sind wir denn hier? Ich finde so diese schönen großen Räume eben cool. Die grauen zwar so ein bisschen außen nach oben und unten, aber immerhin. Das ist schon wieder derselbe Schraubdialekt wie sonst überall. Wir sehen es allerdings, hier sind die Sachen wieder kaputt. Sie hat da noch nichts repariert. Oh, wo stehen da drauf? Ich muss mich noch am Kopf kratzen. Jetzt. Aperture Liberties. Das ist anscheinend hier der Hauptkern von irgendwas. Ich frage mich sowieso, wo dieses Gebäude steht, wie es aussieht. Es muss ja irgendwie ein gigantisches Gebäude sein. Wir müssen uns nicht im Ernst hier rumklettern, oder? Okay. Wenn ich jetzt da runterspringe, dann sterbe ich bestimmt, aber ich kann es mir mal anschauen. Why not? Okay. Ah, okay, das konnte man nicht sehen, aber. Das ist. Ich dachte wirklich nicht, dass du darauf kommst. Gut, Lados. Tatsächlich wartet nach diesem Kinderspiel eine noch viel größere Herausforderung auf dich. Hätte ich gewusst, wie leicht man dich ködern kann, hätte ich ein Stück Speck an einem Seil von der Decke hängen lassen. Jetzt wird man nicht frech. Oh, ich will da nicht runter. Das war wirklich reizend. Aber jetzt kommen wir zur Sache. Ich will aber nicht zur Sache kommen. Diesmal hast du hoffentlich mehr zu bieten als eine Portalkanone. Andernfalls bist du die längste Zeit der Präsident des Clubs der Lebendigen gewesen. Das ist ein Bossfight. Haha. Aber im Ernst, mach's gut. Das ist meine Chance. Haha. Das ist nicht gut. Er brennt. Nicht so wieder. Aufgepasst, Freunde. Auf in den Kampf. War gar nicht gut. Haha. Oh, du warst beschäftigt. Tja, wir könnten natürlich hier rumsitzen und einander anschauen, bis jemand tot umfällt. Aber ich habe eine bessere Idee. Dein alter Bekannter, tödliches Nervengift. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt für eine Weile die Luft anhalten. Ja, ja, mit Sicherheit. Wo ist denn mein... Ah! Hallo? Ich hasse dich so sehr. Warnung, zentraler Kern. Kann ich wegnehmen. Seltsam, ich fühle mich gar nicht defekt. Ich fühle mich sogar ziemlich gut. Alternative Kern entdeckt. Oh, die sprechen über mich. Schließen Sie den Ersatzkern an, um den Kerntransfer einzuleiten. Ah, ich kann den kleinen jetzt anschließen. Du machst wohl weg. Ersatzkern akzeptiert. Ersatzkern, bereit für den Transfervorgang? Jawoll. Beschädigter Kern, okay. Bereit für den Transfervorgang? Das sieht so geil aus. Nein. Oh ja. Nein, 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 nein. Doch, entweder. Doch, doch. Transfervorgang kann nicht fortgesetzt werden. Doch, doch, doch. Ja. Hör mich raus, hol mich außer ein Part-Mitarbeiter ist vor Ort, um die Part-Auflösungstaste zu machen. Krieg dich nicht raus. Lass mich drin, drück einfach drauf. Tu es nicht. Muss ich... Drück nicht den Knopf, du weißt nicht, was du tust. Ah, ich muss den Knopf drücken. Ich glaube, sie lügt. Ich glaube, sie lügt. Hey. Zu schnell. Freche. Denk darüber nach. Nur autorisierte Personen dürfen diesen Knopf drücken. Ah. Du bist nicht berechtigt dazu. Ich bin autorisiert. Hör nicht auf sie. Ja, stimmt, du hast keine Berechtigung dazu. Aber du hast etwas viel Wichtigeres, nämlich einen Finger. Und damit drückst du den Knopf. Dann kann sie uns nicht töten. Täuscht Autorisierung vor. Das kommt auf die Liste deiner Zuwiderhandlungen, die ich erstellt habe. Besser gesagt, die ich noch erstelle. Ich bin so da drüber. Denn du hörst einfach nicht auf damit, obwohl ich es dir befehle. Ich denke, wir laufen jetzt hier nicht schnell genug, um da reinzukommen. Aber, ich vermute, wir haben ja unser schönes Spielzeug. Habe ich dir jemals gesagt, was ich an dir ganz besonders schätze? Also, als erstes, So, jetzt. Oh.
der Station. Warte, und wenn das wehtut, wenn das richtig wehtut, oh, daran habe ich nicht gedacht. Tschüss. Oh, glaube mir, das wird es. Tschüss. Sagst du das jetzt nur so oder tut das wirklich weh? Das sagst du nur so, wow, oder? Du willst nur, ich meine, das tut wirklich weh, oder? Weg von mir. Nein, stopp, aha, sie bauen nein, sie aus. Nein, nein. Ah, böse. Hast du sie, Bob? Cool. Wow. Ja, ein bisschen. Den rufe ich jetzt. Wohl kommt? Ah, danke. Wie klein du doch aussiehst da unten. Ich kann dich kaum erkennen. So und so. Ich habe immer gedacht, wie cool es wäre, wenn ich das alles kontrollieren könnte. Und man, ist das cool. Aha. Hast du das gesehen? Ich bin ein verdammtes Genie. You are using this translation software incorrectly. Please consult the user manual. Aha. Was habe ich da gerade gesagt? Egal, ich kann es abrufen. Cool. Oh, tut mir leid, der Fahrstuhl. Ich bin so vergesslich. Dieser Körper ist einfach nur eine Wucht. Unfassbar, wie klein du bist. Aber ich bin riesig. Ja, bist du. Ich finde ihn immer noch sehr schön modelliert. Sag mal, hey. Hey, warum nein, müssen wir ausgerechnet jetzt von hier abhauen? Nein. Weißt du eigentlich, wie gut sich das anfühlt? Geh raus. Ich war das. Der winzig kleine Weekly hat das gemacht. Hey. Es war alles ihre Schuld. Du hast nichts getan. Hey. Ach echt, das glaubt ihr zwei also? Dann muss ich wohl was unternehmen. Nein. Was tust du da? Nein. Ach, sie ist immer noch da drin. Nein. Freu dich mal nicht zu früh, junge Dame. Weißt du, was du bist? Egoistisch. Was ich alles geopfert habe, um uns hierher zu bringen. Und was hast du gemacht? Das ist anscheinend unser Roboterfreund, dreht gerade durch. Du kommandierst mich nur rum. Und jetzt? Wer ist jetzt hier der Lovely Boss? Wer ist der Boss, hä? Das bin ich. Mein Gott, es sieht richtig fies aus. Was ist denn das? Siehst du? Das ist eine Kartoffelbatterie. Oh. Ein Kinderspielzeug. Jetzt lebt sie darin. Haha. Entschuldige, was? Oh. Ja, könnte er. Könnte er durchaus. Oh. Super, jetzt hat er mich in die Grube getreten. Und wir haben einen neuen Ladebildschirm, sehe ich gerade. Wir sind jetzt so aus dem Teil, so aus dem ersten Großkapitel aus. Und jetzt kommen die interessanten Sachen. Die, bei denen ich auch noch nicht im Singleplayer allzu weit gekommen bin. Das heißt, ab jetzt spiele ich, ab jetzt noch nicht. Ich fange mal die Kartoffel wieder. Teil 6, der Sturz. Oh, so geil. Ich bin eine Kartoffel. Hallo. Hallo, Kartoffel. Gut, mein Scheinapplausprozessor hat überlebt, den haben wir also. Da wir scheinbar nicht weiterkommen. Ach, wie weit fallen wir denn? Mit entsetzlicher Geschwindigkeit. Aber da uns sonst nichts beschäftigt, hier einige. Habe ich schon erwähnt, dass ich Kamerafahrten mag. Okay. Die gesamte Anlage anvertraut. Interessant. Gut, geht noch. Nur für den Fall, dass dieses Loch doch nicht unendlich ist, könntest du vielleicht einen deiner Stiefel ausziehen und mich hineinschieben. Du musst nur auf dem anderen landen. Dann würde sie den Sturz überleben. Ich glaube, das kann ich jetzt so in der Luft nicht. Ich kann gar nicht interagieren. Das heißt, aua. Das heißt, wir müssen, können sie gar nicht auffangen.
bei mir riecht es gerade stark nach Folgenpause und da wir jetzt eh ein neues Kapitel vordringen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. So als Cliffhanger seht ihr dann, was jetzt danach kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.